Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Heute fahre ich nach Chiang Mai und treffe den Stefan mit PH. Und die Bi, seine Frau. Und ich muss direkt sagen, super sympathische Leute und mal danke, Shoutout an alle Abonnenten von mir. Ey, wie viele Leute mich jetzt hier schon angeschrieben haben hier aus dem Großraum Chiang Mai und sagen, Mensch, wir gucken deine Videos, komm mal vorbei und lass uns mal treffen und auf einen Kaffee. So nett. Ich habe so nette Abonnenten. Kop Kun Kap, wirklich. Das ist jetzt keine Lobhudelei. Naja, schon so ein bisschen, aber macht echt Spaß. Macht richtig Spaß. Und die zwei haben gesagt, Mensch, komm, triff uns in Chiang Mai, wir trinken Kaffee zusammen. Das haben wir dann auch gemacht. Und die Schwester von der Bi ist noch dabei, die studiert gerade in Chiang Mai, die wohnt im Moment bei denen. Und dann haben wir beim Kaffeetrinken spontan entschieden, wir fahren nach Doi Sa Kit. Da bauen die beiden nämlich gerade. Und haben uns die Baustelle angeguckt, sind mal über die Baustelle drüber geflogen. Und der Stefan hat mir auch ein bisschen zum Thema Kosten erzählt. Und das gibt es im heutigen Video. Doi Sa Kit, Einfamilienhaus, Kosten, auf geht's. Ihr seht die Wolken am Himmel, hier hat so ein bisschen die Regenzeit eingesetzt. Solange es nicht regnet, ist es extrem angenehm zu fahren, kühl, weil es etwas wolkig ist. Aber kurz bevor ich dann zu Hause angekommen bin, bin ich dann doch etwas nass geworden. Aber das ganz schlimme Unwetter, habe ich umfahren, bisschen Glück gehabt. So, und hier kommen wir jetzt schon auf diesem Gelände an, wo die bauen. Und das Stückchen Land haben die beiden eigenständig gekauft bei einem Händler und haben dann mit einem Bauträger gebaut. Aber das erzählt der Stefan gleich alles. Der erzählt auch, was sie kosten, wie sie das bezahlt haben, was das kostet, wie die Ratenzahlungen vereinbart sind und und. War für mich mal ganz interessant, denn so ähnlich habe ich ja in Deutschland vor vielen, vielen Jahren gebaut. Ich habe gerade gedacht, hast du Glück gehabt? Hast du Glück gehabt? Sei froh für jeden Tag, wo sie da sind. Wie gesagt, bei mir steht seit Wochen still. Ja, hier war es, glaube ich, schon im Regen, weil die jetzt. Ja, mal ist es der Regen, mal ist es die Mangoernte, mal ist der Wasserbüffel krank, mal ist dies, mal ist das. Ja. Ich glaube, wenn es nur Strom regt, kann die auch keinen Beton gießen, oder? Ja. Wir sind so Pi mal Daumen 20, 25 Minuten da rausgefahren. Ich denke, das kommt auch sehr auf den Verkehr an. Es ist also stadtnah gelegen, aber es ist trotzdem sehr ländlich. Und ich zeige euch jetzt erstmal von oben einen Blick auf die Baustelle. Das ist also ein etwas dreieckiges Grundstück. Und da, wo jetzt der Betonlaster steht, vorne, da im Prinzip an den beiden Enden der Mauer, wenn man da eine Gerade ziehen würde, dann hätte man das gesamte Grundstück. Und dass das so nah an der Grundstücksgrenze gebaut ist, das ist hier in Thailand ganz normal. Wobei da rechts seht ihr, da kommt noch eine Straße dann vorbei, da wo es sehr nah an der Mauer ist. Das heißt, dann ist dann doch kein Nachbar, der einem direkt ins Schlafzimmer gucken kann. Aber das ist hier in Thailand in diesen Wohnanlagen auch so. Die Häuser stehen oft recht nah aneinander. Ich habe am Ende noch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht, weil die Landschaft da oben ist wirklich sehenswert. Aber hier ging es mir jetzt erstmal darum, dass ihr so einen kleinen Eindruck kriegt. Diese Hütte, die ihr da vorne seht, jetzt links vom Gebäude, das sind die Nachbarn. Die haben das Grundstück schon gekauft, bauen aber noch nicht. Denen ist einfach wegen Corona im Moment das Geld ein bisschen knapp. Und die haben sich da so eine Hütte hingebaut, einfach um dann am Wochenende oder wann immer sie Zeit haben, sitzen die da, gucken in die Landschaft, freuen sich auf die Zukunft und auf ihr Häuschen. Und Stefan sagt, sie hätten mit denen auch schon ein paar Mal gegrillt und das wären einfach nette Leute. Ja, und während ich da geflogen bin, ist auf einmal so ein riesiger Vogelschwarm vorbeigekommen. Wobei mir das Fliegen gerade ein bisschen verlitten wird aufgrund der Hitze. Das Handy steigt aus, die Drohne steigt aus. Diese feuchte Hitze, die wir im Moment haben, ist für jegliche Art der Elektronik echt anstrengend. Ich packe jetzt schon das Handy immer aus der Hülle raus. Sieh zu, dass ich möglichst viele App im Hintergrund schließe, gerade die Navigations-App von Google, die macht natürlich auch viel Wärme. Ja, aber wenn da einer noch einen Tipp für mich hat, wie ich das Handy irgendwie runterkühlen kann oder Erfahrungen hat, ob man irgendwelche Einstellungen beim iPhone 10 machen kann,
Ich sehe auf dem Display kaum was, weil das Handy aufgrund der Hitze das Display komplett runterdreht in der Helligkeit, um das Gerät zu schützen, was ja auch okay ist. Das nützt mich aber nichts, wenn ich dann fliegen will. Ja? Da, kannst du später für Termiten irgendwas Genau. geben. Genau, das ist auch mittlerweile hier in Thailand überall so. In den moderneren Häusern baut man das ein. Ja. Und die, das zum Beispiel, die Schlauchwaage. Klar haben die keinen Laser, aber die haben halt eine Schlauchwaage dazu, das auch. Ja. Ja, hier den Baum haben wir gepflanzt, der soll mal später wie in diesen Horrorfilm werden. Die Blätter hängen so runter, ja. Das dauert aber 5 Jahre. Ja, ja, wobei hier ja alles sehr schnell wächst. Aber warum habt ihr euch denn die Mauer hier so hochgezogen? Du siehst ja kaum noch da hinten. Oder baut ihr hier noch so eine Terrasse hoch? Die Terrasse ist auf der Höhe und das Haus. Ah ja, dann ist okay. Und wir wollen noch, das heißt, du guckst drüber. Wir wollen noch ein bisschen Sand aufschütten. Ja. Weil, wo sie die Pfähle gebohrt haben, da ist jetzt der ganze Sand reingegangen genau. beim Regen. Und jetzt genau. müssen wir es eh nochmal aufschütten. Ja. Jetzt sind die Löcher alle geschlossen. Ja. ja. Dann soll da nochmal, ja, bis hier nochmal 10, 15 cm drauf. Und das sind ja auch bestimmt fast 1 Meter. Und dann ja. können wir von der Terrasse rüber gucken. Genau. Weil diesen Blick auf die Berge, solange ihr ihn habt, genießt ihn. Ja. Ja, ich halte das mal hoch, dann kann man das auch hier auf der Kamera sehen. Oh, noch ein bisschen höher noch. So, weil der Blick hier, der ist ja wirklich traumhaft schön. Ja. Habt ihr euch direkt einen Hohlraum mit in die Mauer legen lassen für Elektrik? Das machen die alles im übernächsten Step. Da müssen wir sagen. In die Mauer. Achso, nee, das haben wir nicht gemacht. Kannst du Lämpchen draufsetzen. Die Lämpchen so. Haben vor allen Dingen den Vorteil, wenn du dann ein Stück weg vom Haus Licht anmachst, mhm. hast du die Insekten nicht so nah am Fenster, ja. wenn du dann Licht anmachst. Ja. Hier soll irgendwann in ein paar Jahren noch ein kleiner Pool hin. Ja. Ja, ich habe ja auch so eine Badewanne. Mehr ist das bei mir nicht. Ja. Vielleicht viermal so groß wie die Bütt da hinten. Das ist hier unser Schlafzimmer. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Terrasse da mit drauf ist oder ob die hier noch raussteht. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich denke mal, die steht raus, weil die ja. ganzen Eisen hier rausgucken. Ne? Ja. Also das links wird Schlafzimmer. Ich glaube, das... Das Ganze. Ja. Und dann habt ihr auch einen Ausgang vom Schlafzimmer auf die Terrasse? Ja, ich glaube auf ja. der Seite. Okay, und wie geht's dann weiter? Da ist das Badezimmer. Also hinter dem Schlafzimmer, Badezimmer, okay. Ja, und rein geht es da vom kleinen Flur. Okay, und vor dem Badezimmer, was kommt da hin? Da ist nur der Flur, der zum Schlafzimmer geht, ohne Tür. Die Tür okay. kommt da hinten. Okay. Da ist das Gästezimmer ja. links hinten. Ja. Und das Gästebadezimmer. Okay. Und hier ist dann Wohnküche und rechts außen ist eine kleine Abstellkammer. Ja. Drüber. Wichtig, weil du keinen Keller hast. Ja. Deswegen, das baue ich mir jetzt in den Carport, baue mir einen Raum rein für Werkzeug. Scheiß Hochdruckreiniger, der ewig da rumsteht. Der ganze Hacken, Schubkarren, Mist. Oder die ganzen Maschinen wie Airfryer, was man so nicht braucht. Oder das fand ich alles in der Küche vollstehen haben. Ja. Ja. Ja, aber Air Purifier brauchst du hier draußen auch. Warte mal die Burning Season ab. Ja, habe ich 2. Ja. Die braucht man leider. Ja, weil die Fenster ja nie so dicht hier sind. Ja. Wobei, letztes und dieses Jahr haben wir sie kaum gebraucht. Aber ich dieses Jahr war super. Habe ja auch schon Jahre gehabt, wo ich gedacht habe, ich falle um. Da hatten wir vor 2, 3 Jahren, da haben wir im Treasure Condo gewohnt, die Fenster waren so schlecht. Morgens wurde das Ding laut, das war auf 200, wenn sie angefangen haben, morgens zu gucken. Ja. Aber du wohnst jetzt mitten, ich habe die beiden eben in der Innenstadt bei sich zu Hause getroffen. Ihr wohnt echt mitten in der Stadt. Ne? Ja. Krasses Leben. Ja. Und dann hier raus, so in die Pampa, das ist natürlich ein Schritt. Ne? Ja, wir gehen sowieso nicht viel raus in der Stadt, aber okay. Die Schwester von meiner Frau studiert jetzt und da ist das alles ein bisschen mehr. Ja. Und wenn wir dann hier einziehen, muss die sich irgendwo neben der Universität dann rumsuchen. Ja, Zimmerchen. Ja. Ist das teuer? Ich weiß nicht. Ich glaube, 2000 Watt zahlen die dann die Studenten. Ja. Wenn man es hat, geht's. Ja, nicht hat, Scheiß. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Stefan. Dass wir uns heute treffen durften und dass du uns gerade ein bisschen was über den Bau erzählt hast. Und dann würde ich sagen, machen wir mal einen Rundflug, gucken wir uns das Ganze mal hier von oben an. Also es ist ja ein Traum. Hier, dieses Deutzer Cat, da bin ich schon mal gewesen. Da ist diese White Bridge irgendwo in der Nähe und dieses große Golfresort. Und ich weiß, hinter der White Bridge... Da ist ein Tempel auch noch. Genau. Und dahinter irgendwo im Urwald, da wildert die königliche Familie alle Jahre Elefanten aus.
Da gibt es viele Elefanten. Das weiß ich gar nicht. Habe ich gerade gelernt, als ich oben auf dem Elefantenberg war. Also, Drohne. Hi, herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt und heute gibt es zwei Stefan. Das ist der Stefan mit PH. Du lebst wie lange schon in Chiang Mai? Seit 2015. Unglaublich. Und der Stefan macht das, was ich vor Jahren schon gemacht habe, der baut hier gerade ein Haus, aber nicht in Chiang Mai, sondern wir sind hier wo? In Deusakett. Deusakett, genau. Ich dachte, das ist vielleicht auch interessant für euch. Wie viel Quadratmeter baut ihr hier Wohnfläche? Wohnfläche ca. 150 Quadratmeter. Für zwei Personen, du und deine Frau, deine thailändische Frau. Und was, du hast gesagt, 2,5 Millionen oder was zahlst du? 1,5 Millionen. 1,5 Millionen inklusive Terrasse. Ja. Und das Land habt ihr separat das gekauft. Das Land haben wir separat gekauft für 600.000 quasi. Ja. Ungefähr, ja. Und das ist ein thailändischer Bauträger. Ja. Und ihr seid zufrieden? Wir sind zufrieden. Ich schnipp's gleich mal das Baustellenschild vorne ab, dann habt ihr die Kontaktdaten auf. Und du sagst, das ist eine jüngere Firma, die haben noch nicht so viel gebaut. Ja. Die haben aber schon einiges fertig, zeigen auch fertige Projekte. Die haben uns vorher angeguckt, bevor wir denen den Zuschlag gegeben haben. Und war das schwierig, jetzt mit dem thailändischen Bauunternehmer da zu handeln? Die haben sich um alles gekümmert. Die waren hier beim Government, haben die Anträge eingeholt. Ja. Die haben sich um alles gekümmert. Also. Und das ist quasi schlüsselfertig? Ja. Das Küche auch schon? Küche nicht, das kommt alles nur extra später. Ja. Möbel sind nicht drin, aber Badezimmer sind mit drin. Ja. Und halt die Fliesen. Okay. Anstrich innen, außen. Dach ist aus Ziegelstein, wir wollten kein Metalldach. Ja. Ja. Metalldach ist halt blau. Ja, wenn es regnet, dann. Gästehaus habe ich auch Metalldach, aber Wohnhaus habe ich Ziegel. Ja. 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 Wie lange bauen wir jetzt schon? Bauen jetzt seit 2 Monaten, glaube ich. Und die angeblich sind sie am 6. September fertig, aber mit der Regenzeit glaube ich da nicht dran. Ja, ja. Das kann sich ja immer ein bisschen verfügen. Und sie, die bauen diese klassische Pfahlbauweise, das heißt, es sind Fußfundamente unten drin und habt ihr auch nochmal Streifen? Fußfundamente, aber wir wollten, dass sie das später unten auch noch schließen, dass wir da keinen Freiraum haben. Kein Fußzeug drin. Ja. Das wird dann alles noch zugenommen. Das heißt, ihr habt da auf diesen, das war ein fertiger Bauplan und ihr konntet aber dann auch sagen, ich hätte das aber gerne so und so, oder habt ihr das von null auf? Wir haben gesagt, wie wir den Style ungefähr haben wollten. Ja. Dann haben wir uns einen Vorschlag gemacht und dann haben wir eben noch die Räume ein bisschen verändert von der Größe. Okay, und das war auch im Preis mit drin. Ihr müsstet jetzt für die Änderung des Plans nochmal extra was bezahlen. Das ist alles mit drin. Ja.
Wir mussten anfangs 50.000 Baht Deposit zahlen, dass die dann alles machen. Ja. Und wir zahlen 10 Raten. Mhm. Immer wenn die Raten, also wenn der Baufortschritt fertig ist, zahlen wir erst. So kenne ich das aus Deutschland auch. Ja. Dann schauen wir es erst an und zahlen die nächste. Macht ihr eine Abnahme und sagt, ist okay oder nicht okay, und wahrscheinlich auch eine Mängelliste, wenn das nicht okay ist. Hattet ihr schon Mängel? Ja, bis jetzt ist ja noch nicht viel, was wir sehen können. Ja. Aber bis jetzt nicht. Okay. Also du würdest es mit dem auch wieder machen, bist soweit zufrieden. Okay. Die fertigen Häuser sahen auch gut aus, was sie gemacht haben. Bin mal gespannt, wenn es fertig ist, kommen wir nochmal wieder, dann kommen wir nochmal gucken. Ich wäre gern noch ein bisschen länger geblieben und hätte mit den Zweien noch was gequatscht, aber es ist Regenzeit, es ist klar, ab 4, 5 Uhr fängt es an zu regnen. Also habe ich mich gegen 2:30 auf dem Rückweg gemacht, damit ich noch trockenen Fußes nach Hause komme. Und hier seht ihr mich schon wieder, kleine Sträßchen. Also das habe ich mir wirklich angewöhnt mittlerweile, weg von den Autobahnen, wo es irgendwo geht. Auch hier wirst du mal eng oder nah von einem Pickup überholt, aber auf den Autobahnen hat das, der LKW dann direkt mehrere Achsen. Und der Sog von so einem LKW ist ja eben was anderes als wie von so einem Pickup. Also Autobahnen versuche ich hier wirklich zu vermeiden mit dem Catmobil. Ja, nochmal schnell getankt und dann ab Richtung Heimat, und dann habe ich noch eine recht verrückte Entdeckung gemacht. Partycup! Dämmencup! Ich hatte nach dem Tanken schlichtweg verpennt, die Kamera wieder auszumachen, was bei der DJI Action kein Thema ist, weil durch die Fahrerei wird die ja gekühlt. Ja, war ganz gut, dass sie noch an war. Da kam da was auf der linken Seite, wo ich echt gedacht habe, ich stehe im Wald. Unglaublich. Ich entschuldige mich hiermit in aller Form für die Wortwahl, aber ich war wirklich perplex. Und damit lasse ich euch jetzt alleine. Ich bin raus. Ganz lieb, dass ihr dabei wart. Ganz lieb, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Liebe Grüße an die Bi und den Stefan, und in diesem Sinne, ich bin raus, macht's gut, euer Stefan aus Thailand. Ciao, ciao. What the fuck? Das glaubt dann wieder keiner. Glaubt einem keiner. Hier steht ein Flugzeug. Da hinten steht noch die Heckflosse und die Triebwerke. Hier steht ein Flugzeug. What the fuck?